Hallo liebe Wikitrend-Freunde und herzlich willkommen bei mir mal wieder in meinem Eisenbahnkeller. Ja, nachdem ich nun letztes Mal an meiner Central-Station stehen geblieben bin und den Gleisplan erstellt habe, der heute immer noch da ist, ich zeige es euch sofort, werde ich heute mit so ein paar Kleinigkeiten mal weitermachen. Ich hatte festgestellt, zwei Weichen schalten gerade nicht, da kümmere ich mich einfach mal drum und ihr seid dabei. Ich filme das einfach mal mit, was ich dann da mache. Zuerst zeige ich euch jetzt noch einmal die Central-Station mit dem von mir am PC erstellten Gleisplan. Ja, hier seht ihr meine Central Station mit dem von mir erstellten Gleisplan. Hier die Signale und in grün jeweils die Weichen. Und hier oben die Menüleiste. Die Central Station steht noch auf Stopp. Es ist also alles so geblieben, wie ich es erstellt habe. Und jetzt mache ich den PC dazu an und dann habe ich da auch wiederum den Gleisplan. So, jetzt ist auch der PC an und jetzt hole ich mir erstmal den Browser dazu. Ich benutze da den Firefox Webbrowser. Und dann müssen wir uns erstmal die Adresse der Central Station holen. Da steht schon Märklin CS3 Web-Oberfläche, steht dort schon geschrieben. Das ist allerdings die verkehrte Adresse, hier oben Punkt 3. Das muss eine 2 sein und Enter und da ist sie, die Märklin Web-Oberfläche. Ja, steuern könnte ich, jetzt hier, also hier auf Steuern gehen, dann kann ich jetzt die Anlage bedienen oder ich hole mir wieder den Bildschirmserver auf System, Bildschirmserver, so Bildschirmserver starten. VNC und den hole ich mir jetzt hier. Da, VNC Viewer. So, da ist auch meine Adresse hinterlegt. Die IP-Adresse, jawohl, das machen wir auf Fortsetzen. Zack! Und da ist dann auch schon das Gleisbild auf dem PC, so wie es auch auf der Central Station zu sehen ist. Ja, ihr seht hier, das ist das Gleisbild. Ja, ich kann das mit einem Doppelklick vergrößern. Man kann auch das Ganze einfach, indem man die Maus, das Rad von der Maus scrollt, wieder verkleinern. Und dann habe ich hier also wieder mein erstelltes Gleisbild. Ja, und jetzt hatte ich das Problem beim letzten Mal, dass zwei Weichen nicht schalten wollten und da kümmere ich jetzt erst drum. Ich nehme mal das Stopp aus der Central Station raus. So, und dann hört man ja auch, ob die Weiche schaltet. Wenn ich hier mal einmal draufklicke, dann höre ich, die Weiche schaltet. Und diese Weiche, da hört man nichts, die C2 und ich glaube, es war die C4, die zwar anzeigt auf dem Monitor, dass sie schaltet, aber sie schaltet eben nicht um. A3 hört man auch wieder schaltet, aber die C4 schaltet nicht. Und das gucke ich mir jetzt mal vor Ort an. Es kann sein, dass man das einfach nur einmal hochnehmen muss, einmal eben die Weiche selber bewegen und dann ist das Problem schon behoben. Ja, das gucke ich mir jetzt mal eben direkt vor Ort an. So, die beiden Weichen, die nicht schalten wollen, das ist einmal die Weiche hier oben. Ja, die will gerade über die Central Station nicht schalten. Und die Weiche hier will gerade auch nicht über die Central Station schalten. Sie steht auf Abbiegen und ich gucke mal, ob das jetzt schon reicht. Nein, sie schaltet nicht. Nein, sie schaltet nicht, also bräuchte jetzt mal kurz aus. Ich hebe die mal an und dann gucken wir mal. Sie steht eher auf Abbiegen, obwohl eigentlich in der Central Station auf Geradeausfahrt geschaltet ist. Dazu nehme ich jetzt hier den kleinen Schraubendreher und stelle die erst einmal wieder richtig. So, und jetzt gucke ich mal, ob die Central Station die Weiche wieder schaltet. Ah ja, sie schaltet sie also in Abbiegefunktion, aber sie schaltet sie nicht wieder zurück in die Ausgangsfunktion. Das heißt,
einmal aufmachen und rausnehmen. Das gleiche mache ich jetzt hier oben, weil der steht auch auf Abbiegen. Das ist ja nicht so schön. Ich stelle sie auf, gerade so wie auch die Position auf der Central Station ist. So, damit ihr das mitverfolgen könnt. Zoom ich das mal ran. So, also laut Central Station haben wir es auf Geradeausfahrt und das ist jetzt auch mit der Hand so eingestellt. Also auf Abbiegen schaltet sie und sie schaltet nicht wieder zurück. Gut, das heißt ausbauen, angucken, was der Sache ist und hoffen, dass ich das jetzt repariert kriege. Denn das sind eigentlich die einzigen beiden Baustellen, die ich jetzt hier gerade noch habe. Diese beiden Weichen und dann wäre der Fahrbetrieb hier durchaus möglich. Ja, ich baue das mal eben aus. So, zuerst baue ich die Weiche hier aus. Die ist wieder auf Abbiegen, obwohl die Central Station sagt, auf Geradeausfahrt. Ich mache das erstmal manuell wieder. Dann baue ich das aus. So, da haben wir die ganzen Kabel und jetzt gucke ich einmal, ob die Weiche so schaltet, ohne dass sie da jetzt eingebaut ist. Sie schaltet also in die eine Position wie gehabt, aber nicht mehr zurück in die andere Position. Da ist die Frage, was ist da los? Dafür mache ich das einmal ab. Das ist ja der Anschluss für den Weichen. Die elektrische Weichenverstellung. Und schau einmal, ich kann das also hin und her schalten. Händisch geht das. Aber mechanisch nicht und dazu werde ich das ausbauen. Dazu brauche ich eben einen kleinen Kreuzschraubendreher. Den besorge ich mal eben. So, Kreuzschraubendreher habe ich besorgt. Jetzt baue ich das mal aus. Den Weichenantrieb. Ich habe noch mehr Weichenantriebe, also das ist nicht das Problem. Aber ich vermute, dass der jetzt gleich, wenn er nicht eingebaut ist, richtig schaltet. Ja, und dann tausche ich halt einfach mal die Weiche. Irgendwo dran wird es liegen. Ich nehme den mal eben raus, stecke den mal hier wieder ein. Na, komm mal her. So. So. Ja, und jetzt. Ah, da ist ein Kabel ab. Ah, Leute, okay. Dann kann der auch nicht mehr schalten, klar. Dann kann das Ganze nicht mehr schalten. Da ist ein Kabel ab. Okay. Das geht natürlich nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal eben das Anschlusskabel ersetzen. Davon habe ich auch genug da. Das mache ich mal eben. Ich mache es noch anders. Ich nehme eine andere Weiche. Bau dort den ganzen Antrieb aus mit den Anschlüssen und baue ihn dann in die andere Weiche ein. Wenn, dann soll und muss ja auch alles vernünftig funktionieren. So. Ja, das ist natürlich gleich wieder die Frage. Die beiden blauen Kabel, welches ist welches? Das müssen wir gleich halt mal ausprobieren. Das sehen wir gleich. So, naja. Das sehen wir gleich. So, jetzt muss ich das mal unter die Platte. Das sind die 3-9 Kabel. Die muss ich jetzt unterhalb der Platte an M83 anbringen. Ich ziehe die mal durch. So.
nicht mehr durch. Da ist aber noch genug Platz. Dank meiner Bohrungen, die ich überall vorgenommen habe, ist da genug Platz. Ja, dann soll das ja auch alles hier vernünftig funktionieren. So. So, ja, ich muss jetzt mit dem unter die Platte klettern, das eine Kabel abnehmen und das andere Kabel anbringen. So, jetzt funktionieren die Weiche wieder. Ich zeige euch erst die oberste Weiche. Wunderbar. Und dann zeige ich euch die zweite Weiche, die ich auch repariert habe. Ja. So, nun schalten die beiden Weichen wieder. Das Ganze war aber schon ein klein wenig komisch. Ich habe nämlich bei beiden Weichen jetzt den Antrieb getauscht. Und siehe da, jetzt schalten sie wieder. Ein bisschen komisch, wieso, weshalb, warum. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber sie schalten halt wieder. Ja, so kann auch die Dampflok, die da schon in Warteposition steht, wieder weiterfahren. Die Gleisbauarbeiten sind erstmal abgeschlossen. Und hier stehen ja auch noch Züge in Warteposition. Naja, ich gucke mal, was ich jetzt als nächstes mache. Ich müsste zum Beispiel den Leuchtturm noch in Betrieb nehmen, dass der endlich mal wieder leuchtet. Da sind auch so einige Kabel. Ja, oder hier steht auch noch eine Dampflok allein gelassen. Naja gut, jetzt habe ich erstmal alle Weichen funktionieren und somit kann ich jetzt also alle Weichen fernsteuern. Aber ich könnte natürlich auch hier die Windkraftanlage mal wieder instand setzen und dann sehen, dass die sich dreht. Die kann man ja auch an einen M84 anschließen und über die Center Station steuern. Genauso wie ich das mit der Windmühle machen könnte, die im Moment über einen Schalter in Betrieb gehen sollte. Ja, da muss ich mal gucken, was da Sache ist. Ja, ich weiß auch noch nicht. Mal gucken hier. Vielleicht mache ich mal die Windkraftanlage hier. Mal schauen. So, die Windmühle habe ich wieder ins Laufen gekriegt. Da war noch ein kleines Kontaktproblem. Ich will euch mal in der Windmühle zwei Sachen zeigen, die ich da so gemacht habe. Zum einen, ich habe da mal oben das Dach abgenommen von der Mühle und da sieht man, hier ist ein kleines Vlies. Das habe ich unter den Motor gelegt, weil der Motor auf dem Plastik einfach viel zu laut brummte. Jetzt ist das schön leise und jetzt kann die Windmühle auch mitlaufen. Und damit die Windmühle nicht immer läuft, habe ich hier, wenn ihr seht, da einen Schalter eingebaut. Und wenn ich den betätige, dann nehme ich die Spannung von der Windmühle weg und die Windmühle bleibt stehen. Und wenn ich die wieder betätige, dann läuft die Windmühle weiter. Ja, die Verdrahtung ist ganz einfach. Das sind hier nur eben zwei Kabel. Und ihr seht, da ist die Verdrahtung der Windmühle. Die Kabel muss ich noch ein bisschen unter der Platte festmachen. Aber so kann ich dann auch die Windmühle mal einfach abstellen. Das gleiche habe ich gemacht. Ich nehme euch mal mit, ich schwenke mal hier einmal über die Anlage, schwenke ich mal rum. Ja, das ist dann die Windkraftanlage, die ich jetzt gleich noch machen werde. Ja, der Bahnhof. Und wenn wir dann hier rumgehen, das kennt ihr ja schon. Und dann habe ich ja hier das Brandhaus hier von das Brandhaus. Die Feuerwehr ist gerade im Einsatz. Ja. Und da habe ich also auch einen Schalter für den Rauchdekoder eingebaut, so dass es jetzt nicht die ganze Zeit qualmt und qualmt, sondern nur dann, wenn ich es möchte. Ja, und das ist auch so in Ordnung, das reicht auch so. Das muss jetzt nicht die ganze Zeit qualmen, zumal der Qualm ja auch ein klein wenig riecht. Aber das kennt ihr ja alle. Ja, hier ist gerade eine kleine Lokparade aufgebaut, wie ihr seht hier.
meine niederländischen Loks, die stehen dort in Reihe und Glied. Und diese schöne Lok ist eine belgische Lok. Ja, und die stehen da erst einmal. Ja, wie ihr hier zum Beispiel seht, ich kann das nochmal eben ranholen. Ihr seht, da steht noch ein Signal mit einem Schwungkabel. Davon habe ich noch mehrere. Ich zeige es euch mal eben. Ja, ich habe hier zum Beispiel noch ein Blocksignal stehen. Und hier stehen auch noch Blocksignale. Ihr seht, die sind noch gar nicht angeschlossen. Und die wollte ich eigentlich noch anschließen. Aber so ganz super sicher bin ich mir da noch nicht. Weil, aus folgendem Grunde, es sind keine MFX-Signale. Ich kann sie zwar über die M84 anschließen und schalten. Aber die Verdrahtung ist halt sehr aufwendig, viel aufwendiger als bei einem MFX-Signal. Ja, hier nochmal ein kleiner Schwenk und hier ist wieder mein PC mit meinem Gleisplan und da seht ihr gerade die Lokliste eingeblendet. Ja, ich hatte gerade meine beiden Loks an oder das Ganze habe ich ja hier auch auf der CS3 analog dazu. Also das ist schon jetzt so ganz in Ordnung, so macht es jetzt Spaß. Und jetzt kümmere ich mich mal um die Windkraftanlage und zeige euch gleich, was daraus geworden ist. Ja, wie ihr seht, hier ist die Windkraftanlage. Die Verdrahtung ist relativ einfach. Man hat einfach hier nur zwei Kabel, die sind für den Motor. Also es ist nicht so eine Megakunst. Aber die Kunst ist, die Flügel hier mal zusammenzukriegen und den wieder anzuleimen. Das ist wenigstens jetzt das 20. Mal, dass ich das wieder anleimen muss. Und, also an Kleben, Plastikkleber. Und das hält natürlich alles nicht super gut. Die Windkraftanlage selber, das Teilchen muss hier oben drauf. Da muss man dann gucken, dass man das dann da auch genau eingesteckt kriegt. Nee, eben nicht. Dass das mit dem Motor passt. Dazu müsste ich halt das mal ein bisschen drehen. Ja, hier, ups, jetzt fällt das hier auch noch auseinander. Jetzt fällt der ganze Flügel auseinander. Bauen wir den mal erst wieder zusammen. Ja, hier kann man mal reingucken. Hier seht ihr, da ist Zahnrad auf Zahnrad. Ja, und dann wird das hier reingelegt. Und das große Zahnrad dreht dann das kleine Zahnrad. Das mache ich erstmal wieder zu. Ja, das muss ich erstmal eben. Das klebe ich mal mit ein paar Tröpfchen erstmal eben fest, dass der Deckel da oben zu ist. Das konnte man auch mal einstecken, da mir aber leider die Windkraftanlage mal runtergeplumpst ist, ist da nichts damit einstecken. Kann man nur noch wegstecken. Ja, das muss jetzt da mal halten und da ist der Motor und da ist das gerade Stück. Okay, das wäre jetzt soweit okay. Jetzt muss ich das dann natürlich auch anleimen. Aber erst einmal muss ich sehen, dass ich die Flügel wieder dran kriege. Das ist alles nett, schön, aber wenn es dann mal runterfällt, ist es dann auch kaputt. So, mal gucken, ob ich das einmal wieder dran kriege. Ja, so, mal ein bisschen Leimann und Moni, so. Jo, ja, jetzt müsste man es eigentlich stundenlang festhalten. Da habe ich auch keinen Bock zu. Genauso wenig, wie ich den Bock habe, den Deckel festzuhalten. Na komm. Nehmen die richtige. Da ist die richtige Position. Ja, muss man es vielleicht jetzt doch mal eben kurz ein klein wenig halten, bis der Leim etwas angetrocknet ist. Und da das jetzt mal eben ein bisschen dauert, schalte ich euch mal kurz weg.
widme mich in der Zeit, wie klappt dem Leuchtturm. Das muss er jetzt hier erst einmal trocknen. So, ich gehe mal zum Leuchtturm rüber. Ja, mein Leuchtturm, wie ihr seht, der leuchtet gar nicht, ist nur ein Turm. Und da sind innen drin 4 Kabel, 2 für den Motor und 2 für die Lampe. Und es ist jetzt ein bisschen aufwendig, aber ich gehe da jetzt mal dran. Ich möchte das Ding jetzt mal zum Leuchten und Drehen kriegen. Da die alle durch den Turm laufen, muss ich jetzt mal gucken, wie ich da überhaupt mal vorgehe. Ihr seht hier oben schon, hier sind 2 Kabel. Das ist auch irgendwie blöd gemacht. Die Kabel sind nicht isoliert. Ja, also ich weiß gar nicht. Und wenn die sich berühren, gibt es einen Kurzschluss. Ich muss mal wahrscheinlich jetzt den Turm aufmachen und da mal eben reingucken. Wie ihr seht, hier sind zumindest die Kabel vom Motor. Die sind isoliert, aber die beiden von dem Licht nicht. Das heißt, den Motor kann ich in Betrieb kriegen, aber die beiden Lichtkabel, die berühren sich halt. Es gibt natürlich einen Kurzschluss. Ja, das gucke ich mir jetzt mal erstmal eben an, wie ich das am besten jetzt hinkriege. Ja, ich will euch das mal ganz kurz zeigen. Also ich habe da schon mal Kabel angelötet zur Verlängerung. Rot und schwarz ist der Motor, gelb und braun natürlich das Licht. Aber das Problem ist eben, dass die beiden blöden Kabel oben zum Licht unisoliert sind. Das, ich glaube, ich kneife die ab. Oben am Licht löte 2 neue dran, direkt gelb und braun. Dann habe ich die isoliert und ziehe die dann runter. Durch die Platte habe ich ja, als ich das gebaut hatte, mal ein Loch gebaut. Das ist dann, glaube ich, der einfachere Weg, als wenn ich jetzt anfange, da irgendwie die Kabel da auseinanderzuhalten. Was soll denn so ein Mist? Ja, ich mache mal eben. So, da bin ich wieder und habe jetzt am Leuchtturm rumgewerkelt. Ja, was habe ich gemacht? Die beiden Kabel, die von der Lampe abgehen, die beiden blanken Kabel, habe ich im Turm direkt gekürzt und habe dort ein braunes und ein gelbes Kabel angelötet und jetzt durch den Turm gezogen unter die Platte. Und es sollte jetzt leuchten. Ich gehe mal unter die Platte und stecke mal alles rein. Dann sollte der Leuchtturm leuchten und der Motor sich drehen. Schauen wir erst, ob es leuchtet. Gelb ist drin. Und braun ist drin. Und der Leuchtturm sollte leuchten. Hey, das tut er. Jetzt der Motor. Jetzt sollte es sich auch noch drehen. Mein Gott, verlange ich heute viel hier. So, das eine Kabel ist drin und das andere Kabel ist, eins ist gerade wieder rausgegangen, das war glaube ich das Licht. Ach Mann, warum hält es denn hier nicht? Was ist denn für ein Popanz hier? So, ich muss mal eben das Licht wieder anschrauben. Das ist nämlich die. Ich höre den Motor drehen, aber ich habe jetzt den kleinen Schraubendreher hingelegt. Mein Gott, nee. Am besten bräuchte ich 10 an jeder Stelle ein. Habe ich doch gerade damit gearbeitet. Ah, jetzt. So. Muss ich nochmal eben unter die Platte. Also ich höre was brummt. Das sollte der Motor sein. Nochmal eben den Steckkontakt für die Lampe anklemmen. Und dann sollte es leuchten und sich drehen.
So, nächster Versuch. Da ist irgendwie ein blödes Loch, nehmen wir das Loch. Es leuchtet und es dreht sich. Ich bin begeistert. Es leuchtet und es dreht sich. Machen wir alles andere am Licht aus. Und dann sieht man, dass der Leuchtturm leuchtet und sich dreht. Wir gucken, wie es aus einer Perspektive aussieht. Ja, das sieht doch schon ganz doll aus. Ah, sehr schön. Ja, dann hat sich meine Arbeit ja gelohnt. Der Leuchtturm leuchtet und dreht sich. Ja, super. Das hat sich ja gelohnt. Okay, dann widme ich mich jetzt wieder der Windkraftanlage, die mittlerweile ja getrocknet sein sollte. So, die Windkraftanlage, das Windrad ist jetzt auch wieder in Ordnung, zum 50. Male geklebt, aber es hält. Gut. Enthält hoffentlich. Enthält. So, dann stellen wir das Ding mal hier hin. Ich schwenke mal noch ein klein wenig runter. So, dann seht ihr das besser. So, dann klebe ich jetzt hier oben eine Runde Klebekleber. Boah, damit der nicht immer runterdonnert. So. Klebekleber. Dann muss ich das aufsetzen. Gucken, wie das war. Das steht dann nach hinten. Müsste. So. Passen. Ein sollte. Oh, pass bloß auf. Darfst auch nichts drücken bei dem Ding. Ich hole mal eben was. Ich würde gerne gucken, ob der Motor sich dreht. Da ich jetzt aber nicht alles direkt anschließen will, habe ich hier einen 9 Volt Block und gucke mal, ob ich den Motor damit schon drehen kann oder ob da zu wenig Power ist. Okay. Da tut sich noch nichts. Gut, das heißt, ich muss jetzt die Windkraftanlage überlegen, wo sie hinkommt und dann entsprechend mal wieder eine Bohrung durch die Platte ziehen und anschließen. Ich habe hier aber auch so viele Bohrungen. Ich könnte mal gucken, ob ich hier mal eben da mal eben durchgehe. Das schaue ich mir mal eben von unten an, wie lang da noch die Abstände sind, bis ich dann an der Spannungsversorgung bin. Das schaue ich mir mal eben von unten an. So, die Windkraftanlage passt genau dahin und da ist auch ein Loch in der Platte und unten drunter ist die Spannungsversorgung. Ich krabbel jetzt mal eben drunter und schraube mal eben hier die beiden Steckkontakte an, steck das mal ein und dann hoffe ich, dass die Windkraftanlage sich dreht. Schauen wir mal. Und tada, kaum zu glauben, mit welcher Geschwindigkeit sich die tolle Windkraftanlage dreht. Es funktioniert. Ja, supi, auch die läuft. Okay. So, was habe ich heute geschafft? Leuchtturm leuchtet, Motor dreht sich. Windkraftanlage dreht sich. Zwei Weichen, die nicht funktionierten, schalten jetzt. Bin ich wieder ein ganzes Stück weiter. Ja, und so, ihr kennt das ja selber, liebe Modellbahnfreunde, ständig ist hier irgendwas an Arbeit. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, ich habe da noch die Blocksignale auf der Bahn stehen. Ich denke, ich werde mich da jetzt mal dran setzen, die nächsten Tage, und die Signale aufwendig installieren. Schöner ist ein MFX-Signal,
ist aber auch mehr als doppelt so teuer. Aber auch von der Montage her halt einfacher. Ja, bei den ganzen Weichen, da ist auch die Frage, ob man nicht direkt einen Digitaldecoder einbaut, anstatt immer über den M83 zu schalten. Der Leuchtturm, die Mühle, das Haus mit dem Feuer und die Windkraftanlage, die kann ich auch über die Central Station schalten. Das werde ich mir sicherlich mal angucken, wie das geht. Im Moment aber erstmal nicht. Es funktioniert ja erst einmal. Ja, das war's mal wieder von mir, von eurem Mickey Train aus meinem Eisenbahnkeller. Habe ich heute wieder was geschafft. Freue mich drüber. Die Fahrt kann beginnen. Ich wünsche euch was. Im nächsten Video zeige ich, wie es hier weitergegangen ist. Bis dahin, macht's gut und verbleibt. Bleibt schön gesund. Euer Mickey Train. Tschüss.